Hallo und willkommen zum Lean Service Ratgeber. In dieser Folge geht es um das Thema Multitasking. Bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und willkommen zum Lean Service Ratgeber. In dieser Folge geht es um das Thema Multitasking. Bleibt dran, gleich geht's los. Kennst du das? Wir arbeiten häufig an viel zu vielen Dingen gleichzeitig. To-Do-Listen können furchtbar stressen, weil sie einem immer wieder vor Augen führen, was wir noch alles nicht geschafft haben. Doch so muss es nicht sein. Wenn auch du deine langen To-Do-Listen in den Griff bekommen willst, ohne Kunden und Mitarbeiter vor den Kopf zu stoßen oder gar Aufgaben unter den Tisch fallen zu lassen, dann kann die folgende Personal Kanban-Methode für dich sehr interessant sein. Die Methode basiert auf zwei Grundsätzen. Erstens, visualisiere deine Arbeit und deine Aufgaben. Und zweitens, beschränke die Zahl der Aufgaben, die du bearbeitest. Und so funktioniert's. Schreibe alle Aufgaben auf, die in deinem Kopf herumschwirren oder schon auf einer To-Do-Liste bereits stehen, auf einen Post-it. Jedes To-Do bekommt einen eigenen Zettel. Diese Zettel klebst du ordentlich untereinander an ein Whiteboard oder an eine Wand und so entsteht die erste Spalte deines Kanban-Boards. Das sind die Aufgaben, die du noch zu tun hast. Entscheidend hierbei ist, dass du genau auf einen Blick eben siehst, genau das habe ich noch zu tun. Weiterhin erkennst du möglicherweise Zusammenhänge bei Aufgaben. Oder du erkennst, was gar nicht mehr warten kann, was du sofort erledigen musst, beziehungsweise was du auch delegieren kannst. Wähle nun höchstens 3 Aufgaben aus, die du erledigen willst. Und diese Post-its wandern dann in die zweite Spalte deines Boards, Work in Progress oder in Arbeit. Hast du nun eine Aufgabe erledigt, abgearbeitet, dann landet genau das Post-it in der dritten Spalte, die mit erledigt bezeichnet ist. Erst dann darfst du das nächste To-Do, das nächste Post-it aus deiner Aufgabenspalte in Bearbeitung nehmen und damit beginnen. Diese strikte Begrenzung hilft dir, sich wirklich auf die jeweilige Aufgabe zu fokussieren. Und gleichzeitig führt sie dir deine eigenen Kapazitäten vor Augen. Denn allzu häufig überschätzt man sich und will zu viel auf einmal. Weitere Inputs zu diesem Thema findest du auf unserer Internetseite www.prozesspad.de. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch. Wir sagen Danke. Abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.